USA wollen weitere 700 Milliarden Dollar in Atomwaffen investieren. Friedensnobelpreisträger rüstet weiter auf. Washington. Die USA stehen kurz vor dem Staatsbankrott, können kaum noch ihre Schulden bezahlen. Vor allem die hohen Militärausgaben haben die Vereinigten Staaten an den Rand der Zahlungsunfähigkeit getrieben. Trotzdem wollen die USA laut einer britischen Studie in den kommenden 10 Jahren für die Modernisierung ihrer Atomwaffenbestände 700 Milliarden Dollar ausgeben. Auch unter dem Friedensnobelpreisträger Obama geht das Wettrüsten somit weiter. Das nächste Angriffsziel könnte der Iran sein, dem der Bau einer Atombombe vorgeworfen wird. Jedoch gibt es bisher keinerlei Beweise dafür. Stattdessen verfügen andere Länder tatsächlich über Atomwaffen, allen voran die USA. Diese schreckten als bisher einziges Land nicht einmal davor zurück, die Atomwaffen auch einzusetzen. Beim Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki starben Hunderttausende Menschen, viele davon starben qualvoll an den Folgen der Strahlenkrankheit. Auch heute horten die USA noch große Bestände nuklearer Waffen. Diese Atombomben sollen laut einem Bericht des Guardian in den nächsten Jahren nicht etwa abgeschafft, sondern modernisiert werden. Dafür will die US-Regierung weitere 700 Milliarden Dollar ausgeben. Das Blatt beruft sich auf einen Report des British American Security Information Council, kurz BASIC. Auch die New York Times berichtet von gewaltigen Investitionen. Die Zeitung nennt ein Gesamtvolumen von 600 Milliarden Dollar. Laut der BASIC-Studie soll der größte Teil des Geldes in die Instandhaltung der bestehenden US-Anlagen gesteckt werden. Mehr als 90 Milliarden sind demnach aber auch für neue Waffensysteme veranschlagt. Das US-Verteidigungsministerium hat die Berichte bisher nicht kommentiert. Im April 2010 hatten die USA und Russland eigentlich eine atomare Abrüstung beschlossen. Das Abkommen galt als der umfassendste atomare Abrüstungsvertrag seit 2 Jahrzehnten. Kurz zuvor wurde Barack Obama mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Jedoch hat sich in der Kriegspolitik der USA nichts geändert. Obama wird wohl als der einzige Friedensnobelpreisträger in die Geschichte eingehen, der atomar aufrüstet und mehrere Kriege gleichzeitig führte.